Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Evil Within Part 2. Als letztes haben wir irgendwas gemacht und das machen wir damit Ready, weiter. Sebastian? Ich bin sowas von Let's do this. ready für Okay. diese Lead the way. Story-Mission. Zum Glück muss ich nicht da selber über die Straße gehen, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. I'll have to carry and operate it from here. It should protect us from the fire, but it won't stop those things in there from trying to kill us. Don't worry, I'll take care of them. Here goes nothing. Oh, das sieht ja. It's working! Just make sure to stay inside the dome. Come on! I can't see anything through these flames. Das sieht ja toll aus. Follow me. I know the way. One's coming through. I got him. There's more ammo in my pouch. Take it. Ach schön. Oh, das ist wirklich, das ist sehr viel Ammo. Fuck you. Fuck. Stopp sie bitte. Ich sollte auf jeden Fall bei Gelegenheit. Weil ich sollte auf jeden Fall bei Gelegenheit skillen, dass ich mehr Dingens kriege, mehr Leben. How much further? It seems a lot longer once you're in it. He wants to keep us out. Good. That means he's afraid. Dass ich mehr Leben wiederhergestellt kriege, das wollte ich sagen. Das war ein bisschen cool. Wie ich hier einen Header nach dem anderen verteile. Fuck you. Ah. That was close. Das ist alles etwas zu knapp für meinen Geschmack. Darf ich das aufmachen? Ich will das aufmachen. So. Are you regretting this yet? This is my chance to make up for what I did to Lily. And all the others I helped put in stem. So no. Wieso liegen hier Leichen von Mobius-Leuten? Nicht hinter uns welche. Na, die Pistole zu upgraden war eine gute Idee. Ich mach demnächst Magazin-Upgrade. Als nächstes Magazin-Kapazitäts-Upgrade für die Pistole. Okay, da ist keiner. Ja, sie hat keine Muni mehr, das finde ich nicht gut. Hoffman, what's happening? It's failing again! Hold on! Natürlich! Hurry up, it's getting hot in here!
bitte einmal Schwerfgeschütze. Ah, fuck. Diese letzte Mal. Heilen, heilen. What the fuck? What the fuck? Darf ich eine Waffe wechseln? Ach, die ist auch tot. Das ist so schön. Genau, und plötzlich ist es super krass. Bye bye, Hoffman. I'm sorry, Yukiko. I'll make him pay. I promise. Das ist ja toll. After all of this, I'm the only one left, but he's not gonna stop me. Das stimmt wohl. Wir sind der Einzige, der noch hier ist. Wobei ich echt sagen muss, ja. Alles, was hier, worüber ich mich Open World-mäßig beschwert hatte am Anfang, ist okay. Also, es ist nicht so schlimm in diesem Spiel, wie ich zuerst gedacht hatte. Es ist eigentlich sogar echt cool gelöst. Gegnermassen sind halt sehr uncool mit Controller, sag ich mal. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock, das zu lesen. Da bin ich ganz ehrlich. Auch wenn, ja, sag ich ja, dann fehlt dir aber Hintergrundinformation, mir egal. Wir gehen jetzt hier durch und hoffen, dass der Abfuck uns jetzt nicht zu krass ins Gesicht tritt. Come back to me. Sebastian Castellanos. Yeah, but this time it's different. You're not getting away. Schön. Machen wir da Party im Horrorhaus. So, was habt ihr hier? Einmal ein Rohr und einmal noch ein Rohr. Okay, der war schon tot. Ich bin vorsichtig, ne? Natürlich habe ich jetzt gerade nicht mehr so viel Muni, um hier wild Testschüsse vor mir hinzuschießen. Aber bevor mir so ein Idiot in den Rücken fällt, you know. Pouch Upgrade, Assault Rifle, schön. Die haben wir noch gar nicht benutzt, ne? Außer auf der Shooting Range. So.
Hattest du noch was, Kitty? Ich war gerade unsicher. Habe ich den letzten schon gesehen? Ich glaube nicht, ne? Den der... Nein, nee, haben wir nicht. Gut. Gucken wir mal. Ich hätte gern hier nochmal das Weapon Upgrade. 180. Ich glaube, hier können wir eh nicht mehr machen. 7 Schuss im Magazin. 8 Schuss im Magazin. Der geht leider nicht mehr. 10 Schuss im Magazin. So, wir wollen hier bitte noch einmal irgendwie sowas haben. Wir haben noch 63. Ey, was soll's denn hier? Sowas. Bam. 20 Schuss ist voll okay. Ja, das kann, den machen wir so viel wir können. Also einen. Shockbolts lassen wir auch mal. So, haben wir 3000 Geld. Für 3000 Geld kriegen wir nix. Doch, könnten wir kriegen. Weil ich möchte auf jeden Fall mal, dass das unsere Syringes mehr healen. Ich glaube, das kriegen wir geskillt. Ach, halt die Fresse, ich möchte skillen. Und zwar für Recovery ist das. Recovery, ne, das ist hier. 5000, ne, 4000. Ah, scheiße. Das heißt, das kommt als nächstes. Wissen wir schon mal Bescheid. Dass es hier keine Kaffeemaschine gibt, um uns zu heilen, ne? Das finde ich echt verrückt. Hier auch nicht. Hier sind die Sachen, die wir gefunden haben. Schick. Genau. Tot, tot, tot. Verschollen. Tot, 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 tot. Das verstehe ich aber nicht, ne? Dass sie hier keine Kaffeemaschine reingebaut haben. Naja, gut. Wir speichern. Accept. Und ich gehe davon aus, dass wir jetzt so langsam Kapitel 14, ich glaube das letzte Spiel hatte 16 Kapitel, die werden glaube ich nicht viel mehr machen, weil die müssen halt bei so einem Spiel auch aufpassen, dass sich das nicht allzu sehr zieht. Ja, weil wenn sich so ein Spiel in die Länge zieht, dann zieht sich so ein Spiel richtig in die Länge. Und tatsächlich hatte das hier jetzt aktiv keine krassen Längen, finde ich jetzt so. Und dabei, muss ich kurz gucken, habe ich schon 15 Stunden, okay, viel davon war Ladebildschirm und so ein Scheiß, weil ich natürlich gleichzeitig hochlade und rekorde und so ein Scheiß, aber so, ich glaube, in-game sind wir bei, ach schön. You will never get there, just like the last time you wanted to save her. Damn it, you're not gonna get to me. Aber, sind wir mal ehrlich, der erste Teil war schon gruseliger, ja. Also der, richtig gruselig war der erste ja auch nicht, aber der war halt schon so ein bisschen abgefuckter und ein bisschen mehr Panikmomenten, hatte ich das Gefühl. Weil, weiß ich, war hier so, außerdem Obscura jetzt, aber der war ja auch total ungefährlich. Oh ja, da stehe ich ja drauf. Will man mir jetzt etwa im Ernst sagen, dass die hier respawnen? Der kommt da runter, da stehe ich ja auch voll drauf. Dreh dich um, los kam, dreh dich um. Das
XCOM, wenn du jetzt herkommst, könnten wir vielleicht mal versuchen, unseren Ambush-Backstep auszuprobieren. Aber bei meinem Glück zündest du dich jetzt ja sowieso wieder an. Okay, aber er sieht uns nicht, komischerweise. Sobald, geh bitte aus und dreh dich um, das fände ich jetzt geil. Und Brigitte, geh nicht wieder an, das fände ich jetzt auch gut. Jetzt stirb. Da bin ich voll bei dir, wenn du stirbst. Kann ich hier rein? Ist hier irgendwas, was ich einsammeln möchte? Nein. Wir wollen... Ich glaube, der kommt jetzt zurück. Warten wir mal kurz darauf. Na, da ist er. Kommst du näher? Nein, du kommst nicht näher. Aber du zündest dich jetzt an. Und zwar jetzt. Und gute Nacht. Oha, was ist das hier? Will ich diesen Schalter schon umdrehen? Ich möchte es nicht. Ah, okay, ich habe noch eine Axt. Eine One-Shot-Axt, eine sogenannte. Okay, hier ist so ein Ding. Ich weiß nicht genau, warum. Ich befürchte, wir werden es gleich herausfinden. Oh nein. An den komme ich, glaube ich, gar nicht mal so einfach dran. Pass auf, wir halten uns einfach mal diesen Schalter hier um. Lass mich raten, das ist ein Timeschloss. Noch mal direkt. Okay. Gehen wir mal taktisch vor. Das können wir eigentlich in letzter Zeit ganz gut. Fuck me. Oh fuck. Oh Gott, sind das viele. Nicht? Oh, fuck me.
God. Das lief auch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, wenn ich ehrlich bin. Aber dafür ist jetzt hier, glaube ich, freies Feld, oder? Schöne Nägel. Naja, gut. Da gehen wir das nächste Mal durch. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Ihr kennt die ganzen Geschichten. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht bei The Evil Within 2. Bis dahin, tschüss.